Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einer neuen Aufnahme. Diesmal ein Tutorial. Und für die Leute, die sich jetzt fragen, warum ich aufnehmen kann, naja, sonst würden sie sich ja das Video nicht anschauen. Das hat seinen Grund. EA hat nämlich was dagegen, dass die neuesten Spiele alle so aufgenommen werden und rumgezeigt. Und nur ausgewählte YouTuber dürfen dann wirklich letzten Endes das Spiel auch let's playen. Ich merke aber jetzt gerade mit der Kamera hier rechts, ist die Performance echt krass geil, scheiße, aber Seite liegt in Führung. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall, es sind wirklich nur ausgewählte YouTuber, die das ganze Let's Playen dürfen nach EA. Und die haben dann auch dementsprechend die Einstellungen, die man machen muss, geschickt bekommen. Oder haben die Spieler auch schon so irgendwie, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall egal. Ich werde euch auf jeden Fall zeigen. Das hat jetzt wohl nicht so gut funktioniert. Aber wie ihr aufnehmen könnt, kommen wir einfach zum Punkt. Zeige ich euch gleich. In diesem Sinne, Intro ab und seid gespannt. Tja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Ja, ich weiß, ich habe schon ewig keins mehr gemacht. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich will heute zeigen, warum ihr Battlefield 1 nicht aufnehmen könnt, beziehungsweise wie ihr das Ganze fixen könnt. Und wie schon gesagt, legen wir gleich los, ohne irgendwelche Worte zu verlieren. Es gibt nämlich zwei verschiedene Sachen. Folgendermaßen. Die erste Hürde, die EA für euch gelegt hat, ist, da müsst ihr mal gucken, da müsst ihr auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, ich habe ewig lang gesucht, um das herauszufinden, ihr müsst erstmal auf Dokumente gehen. Also es ist bei Documents halt, da geht ihr auf das hier drauf und dann sucht ihr halt, wo ihr Battlefield 1 abgespeichert habt. Bei mir ist es in dem Fall hier. Und bei Settings, bei euch wird es wahrscheinlich im C-Ordner sein, Programme mal 86 und dann bei Origin, Origin Games, bla bla bla. Ne? So werdet ihr das wahrscheinlich finden. Für die, die dann einfach das Settings nicht finden, das liegt darum, dass sie dieses Dokument hier nicht angeklickt haben. So, folgendermaßen, auf jeden Fall, dann kommt ihr hier rein, bei Settings kommt ihr dann auf dieses Feld. Da ist dann dieses ProfSafe Profile, keine Ahnung, oder Profile Save, da drückt ihr auf jeden Fall Doppelklick drauf, Editor, okay, für die Windows 10 haben, und jetzt wird es ein bisschen tricky, ihr müsst nämlich ganz schön suchen, folgendermaßen, das ist ziemlich weit hinten, falls es bei euch anders da aussieht, habt ihr Glück gehabt, bei mir ist es halt leider so, jetzt müssen wir mal gucken, ihr sucht nämlich ein ganz bestimmtes Dingenspunkt, hier, DirectX 12, Enable it. Und da steht dann bei euch hier eine 0 wahrscheinlich. Ich meinte, das wäre eine 0. Daraus macht ihr dann auf jeden Fall eine 1. Wenn also bei euch 0 steht, dann geht ihr hier drauf und macht einfach eine 1 draus. Ne? Das Ganze abspeichern natürlich nicht mit Enter, sondern hier einfach auf Speichern drücken und das Ganze ist erledigt. Ich mache jetzt nicht Speichern, weil ich jetzt nichts ändern will. Auf jeden Fall, dann habt ihr den ersten Teil schon mal erledigt. So, dann habe ich mir gedacht, boah geil, jetzt geht's ganz bestimmt. Hab's angeklickt, es ging trotzdem noch nicht. So, folgendermaßen, für alle, die jetzt schon Battlefield Hardline gespielt haben, die wissen ganz genau, dass man dafür auch eine User-CFG erstellen musste. Und diesejenige, welche ist genau dieselbe. Wie man jetzt eine User-CFG erstellt, zeige ich euch folgendermaßen. Ich habe jetzt, ja, mit Sicherheit keinen Ordner. So, der erste Feld des Tages. Ein Textdokument auf jeden Fall. Da werdet ihr alles markieren. Macht einfach User.cfg. Ganz wichtig, so muss es geschrieben sein. Dann, ja, einfach auf Ja drücken, weil dann tut es sich hier umswitchen. Bei euch kommt dann wahrscheinlich mit was diese App ausführen. Da gehen natürlich auf Editor. Okay, bestätigen, fertig. Das ist halt Windows 10, kann man nichts machen. So, dann geht ihr auf diese User-CFG drauf und dann fügt ihr Folgendes ein, was ich unten in der Infobox nochmal für euch mit reingeschrieben habe. Dieses hier. Render Device Present, Async 0, Game Time, bla bla bla, das Ganze hier, das nehmt ihr auf jeden Fall, das fügt ihr da ein und tut das Ganze mit Speichern, Bestätigen und gut ist die Sache. Folgendermaßen, ich kann ja auch noch ein bisschen was dazu erklären.
Das Einzige, was eigentlich wichtig für euch ist, ist, dass ihr überhaupt aufnehmen könnt, ist dieses Render Device Present Async 0. Das ist damals schon, Alter, die Nase juckt des Todes gerade. Auf jeden Fall bei Battlefield Hardline war das schon so, dass man das unbedingt gebraucht hat. Sonst ging es gar nicht. Warum? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, EA wollte nicht, dass jeder x-beliebige das Spiel aufnehmen und kopieren kann. Deswegen haben nur eine kleine Anzahl von YouTubern das Ganze bekommen, um das wirklich, also mit den Einstellungen, das dann so zu machen, dass es funktioniert. Habe ich zumindest im Internet gehört, das haben viele YouTuber aus den Vereinigten Staaten gesagt, also wird es wohl stimmen. Sonst hätte man diesen Fehler ja, also diese mehreren Fehler nicht im Spiel enthalten. So, wie schon gesagt, wir haben das jetzt geändert. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Ihr müsst jetzt nämlich diesen Ordner wieder aufsuchen. Ja, ich weiß, ein bisschen kompliziert gerade, ist aber nicht so schlimm. Wie schon gesagt, da geht ihr auf Origin oder Origin Games, je nachdem, wo ihr es habt, und schiebt das einfach hier rüber. Also ihr müsst das jetzt auch nicht kopieren oder ausschneiden. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es rüberschieben, ihr könnt es kopieren, ihr könnt es ausschneiden, ihr könnt es reinfügen, wie ihr wollt. Es funktioniert alles. Das funktioniert auf jeden Fall. Und dann könnt ihr, habt ihr ja vor dem Video schon gesehen, ich habe ja gespielt mit euch. Es funktioniert auf jeden Fall. Wie schon gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es mit euren Freunden, auch für welche, die es aufnehmen wollen. Ganz, ganz wichtig, dass die das alle herausfinden können. Weil ich weiß, wie das ist, wenn man ein Spiel aufnehmen will und man kann es ums Verrecken nicht. Das ist einfach nur so krass nervig. Vor allem, ich habe jetzt wirklich einen ganzen Tag damit rumgemacht. Gestern war der Release Day übrigens. Vielleicht kriege ich das Video heute noch hoch, dann stimmt das auch, die Aussage. Und wie schon gesagt, gebt mir auf jeden Fall ein Like, schreibt mir in die Kommentare, ob es euch geholfen hat. Ich will das unbedingt wissen. Falls es Fragen gibt, mich auf jeden Fall entweder persönliche Nachricht oder einfach in den Comments mal vorbeischauen. Ich habe auch noch andere Tutorials zwecks Cinema 4D und wie man seinen eigenen YouTube-Channel erstellt, wie man seinen Banner verändern kann und so weiter und fort. Blättert einfach mal durch. Hier oben in der Infokarte werde ich das nochmal einblenden und wie schon gesagt, das war's auch schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wie schon gesagt, Internet, do your thing, macht, verteilt es überall, wo es nur geht, weil ich finde, es sollte nicht den großen YouTubern überlassen sein, das ganze Let's Playen, das sollte uns auf jeden Fall auch möglich gemacht werden und deswegen ist das Video mir ganz, ganz wichtig und ja, wie schon gesagt, wir sind fertig, ich bedanke mich, haut rein, euer Avenger, bis dann, servus, alter Schwede.